das ist hammeranstrengend, schwanger zu sein. Und nicht immer dieses, ach wie schön und wann ist es denn soweit und freust dich schon, hast du schon einen Namen und welches Geschlecht wird es und so. Ich glaube, es braucht mehr Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ich habe in meinen 4 Jahren Ausbildung jetzt schon einiges an Gewalt erlebt, wo schwierig ist zu verarbeiten. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie absurd das ist, dass es nicht bedürfnisorientiert bezahlt wird, sondern halt irgendwie Fallpauschalen gibt im Fall einer Geburt, wo ja so individuell ist und so unterschiedlich dauern kann. Dass quasi diese ganzen Hierarchien, die es halt gibt in Krankenhäusern und in Kreissälen, dass die eben auch ganz schön förderlich sind für Gewalt. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 72. Folge von Über Tage sprechen wir über Schwangerschaft und Geburt im Kapitalismus. Das Ganze ist ja ein Thema, was wir bis jetzt eigentlich noch nie behandelt haben. Wir haben zwar schon viel über unterschiedliche andere Formen von Reproduktion im Kapitalismus gesprochen, vor allem von der ideologischen Ebene her, beispielsweise in Bezug auf Religion, haben Gewerkschaften schon mal angesprochen. Aber das, was man ja eben vor allem mit Reproduktion im Kapitalismus verbindet, nämlich wie kommen eigentlich die neuen fleißigen Arbeiterlein auf die Welt, das haben wir noch nicht in der Form behandelt. Und weil wir da jetzt nicht mit unserem Halbwissen prahlen wollen, haben wir uns natürlich auch eine Person dazu geholt, die auf dem Gebiet etwas bewanderter ist als wir. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen und danke, dass du heute da bist, Paula. Erzähl doch einfach mal was von dir und was genau du jetzt so mit dem ganzen Thema zu tun hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Paula, ich bin werdende Hebamme, mache tatsächlich seit 2018 schon mein Studium zur Hebamme in Bochum. Ich bin ein bisschen langsam. Genau, das ist ein Job, für den ich sehr brenne und ich finde, das ist ein ultra wichtiger Job. Ein Job, der viel zu wenig auch irgendwie Gehör findet in der Öffentlichkeit. Da ich auch schon seit Jahren feministisch aktiv bin, habe ich jetzt beschlossen hier, oder ich wurde angefragt von den beiden Boys hier, um eine Folge dazu zu machen, quasi die feministische Einordnung beziehungsweise Geburt und Schwangerschaft im Kapitalismus. Und das ist natürlich dann mein Spezialgebiet und ich freue mich total, hier zu sein. Ja, vielleicht noch einmal vorweg. Auch noch von mir, schön, dass du da bist. Aber vor allen Dingen noch die beiden groben Punkte, die wir heute vorbereitet haben. Das sind dann die Schwerpunktthemen einmal Relevanz von Schwangerschaft und Geburt für das kapitalistische System. Und der zweite Punkt ist Geburt im patriarchalen Kapitalismus. Ja, also ich werde anfangen und so eine kurze Zusammenfassung von Reproduktion und Produktion geben im Kapitalismus und die Relevanz eben von Geburten für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus. Ich werde so ein bisschen früh anfangen. Also ich glaube, um das alles zu verstehen, muss man erstmal nochmal kurz Patriarchat anreißen und dann die Entstehung von Kapitalismus beziehungsweise die Verstrickung von Patriarchat und Kapitalismus. Das Patriarchat ist, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt das auch noch nicht so richtig in eurem Podcast bis jetzt angerissen. Deshalb mache ich nochmal so einen kurzen Überblick. Genau, das Patriarchat entstand ja ziemlich gewaltvoll mit Frauenraub, Vergewaltigung, um quasi Frauen unter die Kontrolle des Mannes zu bringen, damit sie schön Nachkommen reproduzieren und die Nachkommen versorgen, um quasi das Erbe des Mannes aufrechtzuerhalten, dass er weiter vererben kann. Patriarchat bedeutet die Herrschaft des Mannes, also die systematische Abwertung von allem, was nicht männlich ist. Das heißt, unterdrückt werden im Patriarchat Frauen, queere Menschen. Also dadurch entstand eine Kontrolle über weibliche Körper auch. Also, ne, die müssen die Nachkommen gebären, müssen sie versorgen, der Körper der Frau oder das Eigentum des Mannes quasi. Und das zieht sich ja bis heute durch. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so doll auffällig wie damals so, ja, Gesetze, die bestimmen, dass der Mann alles über die Frau bestimmen kann und so weiter. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen aufgelockert, aber dennoch existiert das Patriarchat. Und mit der Einführung vom Kapitalismus war das ja, das war ja perfekt. Also darauf kann man ja perfekt aufbauen. Das lag quasi auf dem Präsentierteller. Da waren Menschen, die haben gearbeitet, die haben irgendwie die Reproduktionsarbeit übernommen für umsonst, waren unter der Kontrolle der Männer. Dadurch konnte ja Produktion super eingeführt werden und die Mehrwertproduktion auch. Das
quasi, ja, ich glaube, das reiße ich jetzt nicht mehr an, aber ne, Mehrwert muss produziert werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten für einen Lohn, der weniger ist als das, was sie produzieren. Und das eignen sich Kapitalistinnen an. Aber das muss ja eben reproduziert werden. Und die Reproduktion im wahrsten Sinn des Wortes ist die Geburt, beziehungsweise die Zeugung von Nachkommen und die Erziehung und Sorge um die Nachkommen. Das ist halt natürlich ein klassisches Frauenthema und damit irgendwie auch, viele sagen, der Ursprung von Frauenunterdrückung, diese Gebärfähigkeit. Ich gehe mal ganz kurz schon mal so einen Schritt weiter und gehe schon mal auf dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche ein, weil natürlich ist es, wenn halt die Arbeiterinnen, Arbeiterlein, wie du gesagt hast, reproduziert werden müssen, es muss ja immer wieder weitergehen, vor allem unsere Klasse muss irgendwie reproduziert werden, damit die Produktion weitergeführt werden kann, ist ja natürlich so, dass man das irgendwie auch staatlich kontrollieren muss. Wenn wir jetzt irgendwie alle sagen, wir brechen unsere Schwangerschaften ab, gibt's keine Nachkommen und das System liegt zugrunde quasi. Und daher gibt's eine staatliche Kontrolle davon. Das ist in Paragraph 218 geregelt. Der sagt, Schwangerschaftsabbrüche sind illegal. Und ich meine, mit ein paar bestimmten Voraussetzungen kann man trotzdem Schwangerschaften abbrechen. Man muss das früh genug mitkriegen, muss sich dann drum kümmern, um eine Beratung und so weiter, um quasi diese Schwangerschaft beenden zu können. Oder es gibt noch bestimmte andere Voraussetzungen, wie eine medizinische Indikation, dass man das noch länger machen kann. Aber Schwangerschaftsabbrüche sind per se illegal. So, und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Das hat sich jetzt hat sich vielleicht ein bisschen was geändert mit irgendwie der Abschaffung von Paragraph 219a, der sagt, das Werbeverbot ist jetzt gekippt so. Jetzt können immerhin Praxen und Kliniken informieren über die Schwangerschaftsabbrüche. Also Werbung ist auch so ein absurdes Wort, weil es ja niemals Werbung war. Das heißt, da ist irgendwie eine Hürde weniger, aber trotzdem gibt es 100 Hürden. Und trotzdem ist es illegal. Und auch wenn man es dann gemacht hat, bleibt die Stigmatisierung danach. Also es macht total Sinn, dass irgendwie in einer Gesellschaft, wo Nachkommen Arbeiterinnen reproduziert werden müssen und in einer Gesellschaft, wo über Frauenkörper bestimmt wird und Frauenkörper als Allgemeingut gelten quasi, natürlich gibt es dann ein Gesetz, das irgendwie sagt, du darfst nicht darüber entscheiden, ob du Mutter wirst oder nicht. Mhm. Ich meine, da ist jetzt, was ich dann tatsächlich spannend finde noch zu diesem ganzen Thema Schwangerschaftsabbruch, weil das ist so ein Ding, was auch gerade unter Hebammen so ganz umstritten ist, ist dieses, auch wenn viele so liberal sind und sagen, ja, okay, Schwangerschaftsabbrüche sind total in Ordnung, du darfst das machen. Es gibt natürlich auch einige Hebammen, die das verurteilen. Aber dieses Thema spätere Schwangerschaftsabbrüche, also ne, bis zur 12. Schwangerschaftswoche kann man das machen, egal was jetzt das für eine medizinische Indikation ist, wenn du halt von der Beratungsstelle gesagt bekommst, okay, also wenn du die Bescheinigung hast, du darfst das machen, warst du bei Pro Familia, warst du bei irgendeinem kirchlichen Träger und die haben gesagt, ich unterschreibe das, die Person hat sich darüber Gedanken gemacht und die darf die Schwangerschaft abbrechen, gibt's ja immer noch diese medizinische Indikation. Und das ist irgendwie das Spannende, wo ich selbst auch merke, das ist für mich auch was, wo ich innerlich zerreiße irgendwie dabei, ist dieses, ja, Menschen, die halt, also es werden da ja bestimmte Screenings gemacht, bestimmte Untersuchungen, um zu gucken, haben diese Kinder, diese Feten, haben die eine Behinderung, also haben die zum Beispiel Trisomie 21 und dann wird ja in den meisten Fällen irgendwie auch die Schwangerschaft abgebrochen, wenn es dann so sein sollte oder wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Und das ist was, was ich total, also das ist für mich so, da zerreiß ich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ja okay, jede Frau sollte natürlich entscheiden können, eine Schwangerschaft auszutragen oder nicht, so, ne? Aber in einer Gesellschaft, dass diese Gesellschaft so ist, dass irgendwie alles, was nicht ganz so leistungsfähig ist, irgendwie abgewertet wird und als nicht lebenswert bezeichnet wird, das ist ja auch das Absurde. Also, dass Frauen dazu gezwungen werden auch oder irgendwie gar keinen anderen Ausweg wissen, weil es natürlich total schwierig ist, ein Kind mit Behinderung in dieser Welt irgendwie großzuziehen und auch zu beschützen. Und dass dann halt die meisten sagen, ich mach's nicht. Das ist ja aber auch so eine Selektion, die ich ganz absurd finde. Und das ist irgendwie so ein Zerreißpunkt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr euch da irgendwie Gedanken drüber gemacht habt schon mal. Also was ich ja krass finde, ist, dass im Endeffekt auf die Frau diese ganzen Probleme der Gesellschaft eigentlich dann abgeladen werden in ihrer individuellen Entscheidung. Ich finde, das muss man, also das war was, was ich so direkt als Gedanke hatte, dass man das da hervorheben muss. Weil auf der einen Seite stimmt es natürlich. Ein Kind mit Behinderung, ein behindertes Kind in der kapitalistischen Gesellschaft großzuziehen, bedeutet einen ganz großen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand, den einfach viele Leute so nicht stemmen können. Weswegen ich das verstehen kann, dass
man auch so darüber nachdenkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass die Gesellschaft, dass die kapitalistische Gesellschaft mit ihrer Leistungsorientierung, mit ihren ganzen Kosten, die eben das Aufziehen von sowieso einem Kind, nicht nur einem behinderten Kind bedeutet, im Endeffekt das ja produziert. Weil es liegt nicht an dem Menschen selber, der geboren wird, sondern es liegt an dieser Gesellschaft, dass eben nach diesen Prinzipien selektiert wird. Und das finde ich halt das, was das so unfassbar schwierig macht, weil es scheint auf den ersten Blick für viele Leute eben gerade mit dieser Vergangenheit von Deutschland, dem Land, in dem es eben besonders stark eine Eugenikbewegung gab, in dem es ein Euthanasieprogramm gab, also die massenhafte Ermordung von behinderten Menschen im Nationalsozialismus, dass es gerade da zu einer moralischen Debatte gemacht wird, wo aber eigentlich diese Gesellschaft dann selber daran schuld ist, dass eben diese Entscheidung und auch dieses große ethische, moralische Dilemma auf die Frau selber in ihrer individuellen Entscheidung abgewälzt wird. Und das ist das, was mich daran so ankotzt. Ja. Und es gibt ja auch schon so ein bisschen Hinweis darauf, dass klar ist für den Moment eben dieses große Ziel als Reformbewegung letztendlich ja trotzdem die Abschaffung der Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Aber auch dann ist ja der Kampf nicht zu Ende oder der Prozess um diese Frage ist ja nicht zu Ende. Und das gibt das ja auch eigentlich dieses ganze Thema schon erstmal für sich her, dass sowohl im Kapitalismus jetzt als auch für eine befreite Gesellschaft ist das ja dann ein andauernder auch Diskurs, oder sollte auf einer gesellschaftlichen Ebene Diskurs auch darüber geben, wie man solche Fragen dann bewertet, ne? Ja, ich finde, das ist so eine Zerreißprobe irgendwie, der man auch sich stellen muss. Natürlich ist es total in Ordnung und eine individuelle Entscheidung. Und jede Frau sollte individuell über ihren Körper und über ihre Schwangerschaft entscheiden können. Aber genau, ich hoffe darauf, dass in einer befreiten Gesellschaft es diese Fragen nicht mehr gibt, dass es da nicht mehr eine Unterscheidung zwischen lebenswert und nicht lebenswert gibt und dass man eben genau diese Entscheidung nicht auf eine Person abwälzt, auf diese Frau, die irgendwie sagen muss, ja, mache ich das jetzt und damit verändert sich mein Leben ja komplett, damit übernehme ich ja, ne, also irgendwie ein Kind mit Behinderung aufzuziehen, ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Herausforderung. Also die Hoffnung haben wir auf jeden Fall alle. Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ist ein ziemlich schwieriges Thema und ich glaube, das ist was, wo Frauen ganz oft vor einer Riesenhürde stehen, auch wenn die Schwangerschaft explizit ungewollt ist, aus welchem Grund auch immer, sind es trotzdem weniger als die Hälfte, die diese Schwangerschaft dann abbrechen. Also mehr als die Hälfte tragen eine explizit ungewollte Schwangerschaft aus. Also das muss man sich ja erstmal vorstellen. So, auch wenn die es früh genug erfahren, gibt es dann irgendwelche Hürden von innerhalb der Familie oder es gibt halt Hürden wie, ich muss erst zu einer Beratungsstelle, dann muss ich mir noch eine Finanzierung überlegen, weil das ja auch gar nicht so wenig kostet. Wie viel kostet das so ungefähr? Also es ist unterschiedlich, welche Methode du machst tatsächlich. Und wenn du unter 1.000 Euro im Monat verdienst, dann kann das vom Land übernommen werden. Aber da musst du dich auch ein bisschen nackig für machen und musst deinen ganzen Kontoauszug zeigen und sagen, dass du weniger als 1.000 Euro pro Monat kriegst. Mhm. Dann musst du dann zu einer Krankenkasse. Genau, dann kann das aber schon so 300 Euro auch kosten. Das musst du halt erstmal auch auftreiben. Natürlich ist ein Kind dann später ein höherer finanzieller Aufwand noch, aber wenn du das so... Du bist ja irgendwie auch zeitlich begrenzt so, musst diesen Schwangerschaftsabbruch ja irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit machen. Und wenn du dann blank bist, dann musst du halt erstmal das Geld auftreiben. So. Also es sind jede Menge Hürden. Vielleicht wird es jetzt einfacher gemacht, dadurch, dass man sieht, welche Ärztinnen und Ärzte das durchführen, welche Kliniken das durchführen, dass man nicht mehr irgendwie mit so einer Liste heimlich irgendwie so die abtelefonieren muss. Ich glaube, es wird einfacher, aber trotzdem, wie gesagt, machen es weniger als die Hälfte der Frauen. Genau, dann brauchst du auf jeden Fall eine Veränderung. Und ich finde, gerade in den USA, ich meine, das ist ja brandaktuell jetzt. Also das ist jetzt, bei uns gibt es vielleicht eine Lockerung dadurch, dass 219a abgeschafft ist. Aber in den USA sieht man, wie schnell diese Rechte einem auch wieder genommen werden können. So, da war es offener und jetzt ist es halt wieder sehr verboten. Ich finde, deshalb ist es, wie ihr sagt, man muss irgendwie immer weiter kämpfen und irgendwie jeden Tag kämpfen, damit das vielleicht mal mehr in Richtung Selbstbestimmung über den eigenen Körper geht. Aber das ist einfach auch so systematisch verankert, dass es halt so schwierig ist. Deshalb muss man immer dieses System anpacken, damit man vielleicht eine Veränderung bewirken kann. Ich habe genug über Schwangerschaftsabbruch geredet. Wir können noch mal kurz anreißen, wie es dann ist, schwanger zu sein im Kapitalismus und im Patriarchat. Also schwanger zu sein, das war in manchen Epochen, glaube ich, noch mal mehr glorifiziert, aber immer noch ist es das. Das ist so unehrlich oft,
weil eine Schwangerschaft natürlich, da hat man schon auch ordentlich Beschwerden in den meisten Fällen. Und es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, ich hüpfe über ein Feld und bin schön schwanger. Es ist halt auch, ich muss mich am Anfang die ganze Zeit übergeben, ich habe Hammer Zweifel, auch wenn ich es wollte, komme nicht mehr die Treppen hoch, ich kann meine Schuhe nicht mehr binden. Das sind ja ganz viele Alltagsprobleme, die es trotzdem gibt und die aber halt niemals angesprochen werden, weil das ist dieses, du wirst dazu von Kind auf, also als Mädchen wirst du ja von Kind auf in diese Rolle gedrängt, so. Mhm. Guck mal, du kriegst mit drei eine Puppe und kannst schon mal Mutter spielen oder eine Küche geschenkt, damit du schön kochen kannst. Also diese Mutterrolle ist ja so total antrainiert und genauso dieses, das ist das größte Glück für dich, wenn du ein Kind kriegst. Und genauso ist es ja, oh, wie schön, dass du schwanger bist. Du kannst überhaupt nicht drüber reden, wie scheiße es auch ist, schwanger zu sein. Ich glaube, das ist auch was, wo ich zumindest erlebt habe bei mir im Umkreis, wenn Freundinnen oder Familie oder so schwanger war, aber auch was ich in der Ausbildung viele erlebt habe, ist, dass es so gut tut, den Frauen manchmal einfach loszulassen und zu sagen, nee, ey, mir geht's gerade einfach nicht gut. Und das ist hammer anstrengend, schwanger zu sein. Und nicht immer dieses, ach, wie schön, und wann ist es denn soweit? Und freust dich schon? Hast du schon einen Namen? Und welches Geschlecht wird es? Und so. Ich glaube, es braucht mehr Ehrlichkeit, auf jeden Fall. Damit man so ein bisschen, aber das ist auch so ein Tabu, irgendwie drüber zu reden. Genau wie, da komme ich ja später dazu, es ist ein Tabu, über Geburt und Gewalt unter der Geburt zu reden. Das ist so unehrlich. Und ich glaube, es braucht auf jeden Fall mehr Ehrlichkeit rund um dieses Thema. Das versuche ich heute ein bisschen hinzukriegen hier. Also was ich ja da auch spannend finde in dieser Glorifizierung von Schwangerschaft, ist ja, dass neben Religion vielleicht Schwangerschaft häufig das ist, was eben so als der natürliche Moment, den man noch im Leben erreichen kann, entgegen dem, was man eigentlich im Kapitalismus so tagtäglich erlebt ist. Das eine große Ereignis neben jetzt vielleicht einer spirituellen Selbstfindung, wie auch immer die jetzt religiös dann aussehen mag. Aber es ist genauso wie Religion selber natürlich ein ganz zentraler Bestandteil eben von kapitalistischer Systematik ist. Und so wie alles andere, was eigentlich in unserem Leben existiert, auch in dieses System eingebunden ist. Und zum anderen, was ich ganz interessant fand, weil du ja auch gesagt hast, dass es ein gewisses Tabu ist. Und zumindest ich habe das so wahrgenommen, dass es gewissermaßen auch so ein bisschen jetzt diesen Tabubruch gibt, aber aus einer ganz interessanten Richtung. Weil zum einen gibt's natürlich sicherlich auch viele coole Leute, die eben darüber sprechen und dieses Tabu eben explizit aus einer revolutionären feministischen Perspektive brechen. Aber ganz häufig habe ich auch wahrgenommen, dass es in westlichen oder liberalen Gesellschaften diesen Turn gibt zu, ich entscheide mich bewusst gegen Kinder, um eben besser meine Rolle als Arbeiter und da vor allem eben als Arbeiterin ausfüllen zu können, um eben den Wettbewerbs- und den Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Leuten zu haben. Und das dann auch alles so ein bisschen Teil von diesem Hashtag Girlboss-Movement. Also, dass man eben sagt, was ja auch tatsächlich ein Fakt ist, dass eben Schwangerschaft auch in Konzernen selber als Wettbewerbsnachteil bei der eigenen Arbeitskraft wahrgenommen wird. Und dass es deswegen auch eben in westlichen liberalen Gesellschaften so eine gewisse Abkehr gibt und Kindern eben diesem Ideal von der Selbstverwirklichung im Kapitalismus und auch der eigenen guten Verwertbarmachung im Kapitalismus entgegenstehen. Weil es stimmt ja, im Endeffekt steckt man erstmal Geld in ein Projekt, was so direkt keinen Zweck hat, was man dann vielleicht ja der Gesellschaft dann zurückgibt und einen Arbeiter produziert, aber im Endeffekt für lau. Aber für mein persönliches Net Worth macht das dann irgendwie nichts. Das finde ich ganz interessant, dass es jetzt aus so einer liberalen, libertären, kapitalistischen Ideologie eben diese Kritik an Schwangerschaft gibt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du Karriere machen willst als Frau, dann geht das tatsächlich vor allem dann, wenn du sagst, ich werde schon nicht schwanger. Also es ist ein Nachteil nun mal. Du wirst ja mega häufig, wenn du eine junge Frau bist und da ist noch ein anderer Bewerber, der ist männlich und jung, dann wird tendenziell der genommen, weil du halt schwanger werden kannst. Oder du musst halt irgendwie reich genug sein, ja. Um quasi schwanger sein zu können und dann kurz im Mutterschutz zu sein und dann schön das auf den Rücken von einer anderen Frau tendenziell laden. Also wenn du es dann hinkriegst, genug Geld zu haben, dass eine andere Frau dir die Erziehung und den Haushalt schmeißt, dann geht das schon auch, weil im Endeffekt ist das ja nicht so eine lange Zeit. Also du bist ja schon, wenn du jetzt nicht im medizinischen Bereich bist, da wirst du ja recht schnell rausgezogen oder auch in der Schule, wenn du schwanger bist. Aber wenn du jetzt im Büro arbeitest, dann kannst du ja noch richtig lange arbeiten. Ja. Und dann irgendwann kommst du in Mutterschutz, das sind ein paar Wöchlein. Und dann irgendwie so ein bisschen nach der Geburt
bist du dann auch noch schön im Mutterschutz und dann kannst du relativ schnell wieder arbeiten. So in der DDR haben die das ja auch durchgezogen, ne? Es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall. Du brauchst dann halt irgendwie nur die Ressourcen und das sind tendenziell andere Frauen, marginalisiertere Frauen, ärmere Frauen, auf die du es dann abwälzen kannst. Das ist ja auch ziemlich absurd. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so richtig doll drauf eingehen, aber gerade in Amerika ist das ja ein ganz schöner Trend, diese Leihmutterschaft. Da gibst du dann quasi deine Eizelle und dann macht das halt eine andere Frau für dich. Ja, sehr beliebt ja auch die Ukraine gewesen vor dem Krieg als eben stark verarmtes Land, um da dann eben dann vor allem aus der weißen Mittelschicht dann Kinder, die jetzt nicht unbedingt anders nicht weiß aussehen, ja, zu produzieren. Genau, aber das ist ja so absolut absurd, finde ich, dieses Leihmutterschaft. Da hast du ja den Körper von einer anderen Frau komplett gekauft einfach. Also die übernimmt dann diese ganze Tortur der Schwangerschaft und der Geburt dafür, dass sie ein bisschen Geld kriegt. Aber das ist ja so richtig einfach Körper verkauft. Ja, ich glaube, das sind auch vielleicht so Tendenzen, wo die historische feministische Bewegung gerade nicht hin wollte. Wo immer, wenn um Gleichheit gesprochen wurde, speziell dann im Berufsleben, dass halt irgendwie auch Frauen Boss sein können und so weiter, dass dahin genau nicht gewollt wurde, weil eben auch schon damals die feministische Bewegung dann dieses Bewusstsein darüber hatte, dass der Kapitalismus halt immer irgendeinen Weg findet, das dann entsprechend so zu vereinnahmen und so für sich zu gestalten, dass am Ende natürlich trotzdem Menschen ausgebeutet werden und die patriarchale Ungleichbehandlung trotzdem weiter existiert, nur dann eben anders verlagert ist, wie jetzt in dem Beispiel von, okay, besonders arme oder migrantische Menschen müssen halt diese Arbeit erledigen. Ja, und im Endeffekt ist dieses ganze Karrierethema, wie viele Frauen kriegen dann die Chance, eine Karriere zu machen. Also mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist es ja einfach nicht so. Dann hast du einen Job in der Sorgearbeit tendenziell, sind ja viele Frauen einfach in der Sorgearbeit und da rechnen die damit, ja. Da ist ja auch immer klar, okay, du machst eine Pause wegen Schwangerschaft. So. Aber ich denke, es wäre schon möglich. Also der Kapitalismus könnte ja auch noch stärker auf so Sachen wie Quoten und so weiter etablieren. Da gibt es ja auch, ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Ländern das so stark verankert ist, aber da wird es ja sicherlich vielleicht in skandinavischen Ländern, schätze ich jetzt mal, die sind ja immer so ein bisschen fortschrittlicher, in Anführungsstrichen, was solche Sachen angeht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man auch das vereinbaren könnte und so eine, in Anführungsstrichen, auch mit bestimmten Systematiken eine größere Gleichheit herstellen kann. Nur die Unterdrückungsverhältnisse bleiben ja trotzdem dann eben, wie gesagt, auf anderer Ebene bestehen. Und meistens ist es natürlich trotzdem so, wie du sagst, dass es selbst das, selbst dieses Ziel, was dann halt ausgesprochen wird, noch nicht mal erreicht wird. Ich weiß nicht, wolltest du darauf hinaus, dass man quasi Patriarchat tatsächlich im Kapitalismus abschaffen könnte? Nein, nicht abschaffen, sondern halt diese Aspekte von, dass es zum Beispiel genauso viele Frauen als Bosse gibt, zum Beispiel. Dass das halt so Geschichten sind, die, ich weiß nicht, da ist jetzt kein großes Interesse gerade dran, das irgendwie so umzusetzen, sondern es ist eher so tokenmäßig, dass es dann halt ein paar gibt, die man halt so vorziehen kann und sagen, guck mal hier, wir haben doch auch hier eine Frau irgendwie in der Chefetage. Aber man könnte es, wenn man das jetzt richtig fokussieren würde, vielleicht sogar erreichen, aber das beendet ja das Patriarchat nicht. Nur, dass es jetzt irgendwie Bosse oder Politikerinnen oder sonst irgendwas gibt. Also ich finde, man kann da natürlich auch viel drüber nachdenken, inwieweit das jetzt möglich ist, aber was ich da wichtig finde, auch hervorzuheben, ist das, was du gerade schon einmal angesprochen hast mit eben dem Abwälzen dann auf andere Frauen, dass egal wie weit dann diese bürgerlichen Freiheiten dann für eine größere Zahl an Leuten ermöglicht werden, dass das dann trotzdem natürlich immer auf die restliche Gesellschaft auch einfach Einfluss hat. Weil ich denke auch bei eben Schwangerschaft finde ich es dann nochmal besonders auch sich anzugucken, wie kann Staat denn dann eigentlich auch Bevölkerung anders realisieren? Weil wir haben ja den Fall, dass Fertilitätsraten, Zahl von Kindern pro Frauen jetzt in den Industrienationen von Deutschland bis Japan stark sinken. Und dann stellt sich natürlich so ein Staat die Frage, wie kann ich das jetzt realisieren? Beispielsweise Polen und die Vereinigten Staaten sind jetzt eher den Weg dann hingegangen zu einer Verschärfung von Schwangerschaftsabbrüchen und damit zu versuchen, dann auch nochmal die Rate ein bisschen zu erhöhen. Aber beispielsweise für die nordischen Länder hast du ja auch schon angesprochen, oder Deutschland und Kanada, die setzen sich dann eher die Ziele, das eben über Migration halt wieder wettzumachen. Da ist es ja dann auch kein Wunder, dass beispielsweise Kirchen dann auch wunderbar da reinpassen, in den Ländern dann Fertilitätsraten hochzuhalten und eben Bevölkerungspolitik weiter zu betreiben, dass dort dann wenigstens die Zahl von Gläubigen und dann auch möglichen Arbeitskräften weiter realisiert werden kann. Deswegen finde ich, kann man das nie komplett lokal denken, sondern muss dann auch immer schauen, was für globale Auswirkungen hat das Ganze. Weil so oder so ist es ja ein Fakt, im Kapitalismus müssen Arbeitskräfte dadurch eben reproduziert werden. Wie das dann passieren kann,
Da findet das System dann ganz vielfältige Wege und eben lokalspezifisch historische Ausprägung. Ja, ich meine, wird ja großzügig eingekauft, einfach Arbeitskraft. Gerade auch in der Pflege sieht man es ja wunderbar, wie aus Osteuropa ganz viele Pflegekräfte kommen, für ziemlich wenig Geld arbeiten. Und also man versucht's, ne? Und das kriegt man es ja weiterhin. Also auch wenn man jetzt hier den kleinen Finger reicht und sagt, hier, guck mal, das Werbeverbot gibt's nichts mehr oder dieses Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und auch wenn man hier irgendwie liberal-feministische Tendenzen hier irgendwie groß macht und sagt, schau mal, wie feministisch wir sind, wir haben eine Bundeskanzlerin, mittlerweile nicht mehr, oder wir haben hier so und so viele Girlbosse, so und so viele Frauen in der Chefetage, so. Natürlich irgendwie sagt man da hier, wie fortschrittlich sind wir und hier Gleichberechtigung ist doch überall, aber genau, wie ihr sagt, so, es ist halt, es geht halt für 1%. Alles andere bleibt so, wie es ist. Und Kapitalismus und Patriarchat sind halt so zusammengespielt und so eingeschweißt. Frigga Haug, eine marxistische Feministin, wahrscheinlich sagt sie euch was, ist ja eine ganz schöne Größe, spricht ja vom Herrschaftsknoten, die sagt, das geht gar nicht mehr ohne einander. Und die bauen ja so aufeinander auf. Genauso wie mit anderen Unterdrückungen, wie Rassismus zum Beispiel, ist es ja, es braucht es ja irgendwie untereinander, damit der Kapitalismus funktioniert. Ohne Patriarchat würde es nicht funktionieren. Beziehungsweise, wenn es in irgendeinem Fall funktionieren sollte, braucht es einen anderen Unterdrückungsmechanismus oder eine andere Unterdrückungsform wie Rassismus, damit das weiter am Laufen gehalten wird. Ja, ich meine, das ist ja über so viele Jahrhunderte zusammengewachsen, dass es natürlich auch untrennbar ist. Also das ist ja gar nicht die einzigste Möglichkeit, das zu entwirren, ist halt die soziale Revolution. Es gibt keine andere Möglichkeit. Da, selbst wenn es da irgendwelche engagierten Einzelpersonen in Politik und Industrie und Gesellschaft irgendwie gibt, das lässt sich nicht einfach so über Nacht oder über ein paar Reformchen lösen, das ist, denke ich, klar. Aber eine bessere Ausgangslage können wir natürlich trotzdem schaffen. Natürlich sind Reformen super, also auch, ne? Da erfahren wir, dass unsere Kämpfe was gebracht haben. Gerade, dass hier 219a abgeschafft wurde, war ja ein jahrzehntelanger Kampf von Feministinnen so. Also das passiert ja nicht einfach so. Das ist ja irgendwie der Grund oder das Resultat eines langen Kampfes. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, das zu erkämpfen, so. Auch wenn eine Revolution unser Endziel ist, ne? Aber braucht man natürlich irgendwie auch Reformen, um weiter in dieser Scheiße leben zu können. Sonst wäre es ja Katastrophe. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen mehr eingehen auf dieses ganze Thema Reproduktionsarbeit. Weil das ist, glaube ich, wichtig für unser nächster Punkt, der halt Gewalt unter der Geburt sein wird. Und ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen mehr eingehen, eben auf diese geschlechtliche Arbeitsteilung im Kapitalismus oder beziehungsweise auch schon im Patriarchat, wo quasi Frauen die reproduktiven Tätigkeiten zugeschrieben werden. Das heißt, man muss ja irgendwie, um arbeiten zu können, muss man gesund sein. Das heißt, die Wohnung muss geputzt werden, damit da keine Bakterien sich verbreiten. Man muss genug zu essen haben, damit man irgendwie stark genug ist, die Tätigkeiten auszuführen und so weiter. Und das muss ja alles getan werden und das wird von Frauen getan, tendenziell. Das nennt man halt Reproduktionsarbeit und diese Reproduktionsarbeit wird systematisch abgewertet im Kapitalismus, einfach aus dem Grund, dass sie kapitalistisch nicht verwertbar ist und weil es Frauen tun. Da gibt es keinen Mehrwert draus, ne? Man produziert ja nichts, wo man Gewinne machen kann. Jetzt wird versucht, das irgendwie zwanghaft zu ökonomisieren, was ja irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Da werde ich aber gleich nochmal zurückkommen, wie das genau in der Geburtshilfe ist. Reproduktionsarbeiten übernehmen Frauen. Entlohnt, schlecht entlohnt oder privat unentlohnt. Es gibt in jeder Form der Sorgearbeit irgendwie einen extremen Mangel an Arbeitskräften. Es gibt zu wenig Geld. Man muss immer viele Dienste übernehmen, damit man auf seinen Lebensunterhalt kommt. Und deshalb sind die meisten oder alle Sorgearbeiterinnen, sage ich mal so, überlastet. Das ist wichtig, glaube ich, jetzt gleich für dieses ganze Thema Gewalt in der Geburtshilfe, weil das muss man einfach immer mitdenken, dass es eben eine Überlastung gibt. Gewalt in der Geburtshilfe kann ganz verschieden aussehen. Das können körperliche Misshandlungen sein, das kann eine Demütigung sein, das kann eine Verweigerung von Schmerztherapie sein, das kann eine verbale Beleidigung sein, es können aufgezwungene medizinische Eingriffe sein, Missachtung von Schweigepflicht, grobe Verletzung der Intimsphäre, das passiert tatsächlich ziemlich häufig, Verweigerung der Aufnahme in eine medizinische Einrichtung oder eine Vernachlässigung unter der Geburt, was dann auch zu
lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. Es gibt tatsächlich eine relativ schlechte Datenlage. Komischerweise wird das nicht so richtig erforscht. Aber 2018 gab es eine nicht repräsentative Studie, die gesagt hat, dass 3/4 der Frauen tatsächlich Misshandlung unter der Geburt erleben. Auch die WHO spricht, glaube ich, von 1/3 der Frauen. Also es ist auf jeden Fall ein großer Prozentsatz an Frauen, die Gewalt unter der Geburt erleben. Besonders gefährdet sind dabei jugendliche Frauen, unverheiratete Frauen, arme Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund oder HIV-infizierte Frauen. Und diese Gewalt kann ja total roh sein, kann diskret sein, aber häufig wird die Geburt deswegen als traumatisch wahrgenommen. Und Frauen leiden dann später häufig unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, die entweder nicht diagnostiziert wird oder halt irgendwie auch nicht behandelt wird, mit denen die Frauen natürlich jahrelang leben und die besonders an den Geburtstagen der Kinder wieder hochkommen, wenn sich das jährt und so weiter. Und schwierig wird dann halt auch für die nächste Geburt, wenn man dann natürlich mit ganz viel Angst reingeht. Das kann die Mutter-Kind-Beziehung total einschränken, beziehungsweise hat halt Folgen dafür. Auch wenn die Frau es nicht will, ist dann häufig halt die Geburt des Kindes und damit das Kind irgendwie auch teilschuldig, auch wenn dieses Kind natürlich nichts dafür kann. Aber es ist so, natürlich überträgst du das, weil das der Zeitpunkt war, wo du so ein Trauma erlebt hast. Das kann große Folgen für die Familien haben. Das können natürlich aber auch gesundheitliche Belastungen sein, weil durch so Gewalteinwirkungen natürlich ja auch die Frauen körperliche Schäden tragen können. Und gleichzeitig ist es aber auch, und das, man denkt dann immer, das ganze Personal wäre Täterin oder Täter, aber ist ja nicht immer so. Das geht ja manchmal auch einfach nur von einer Person aus. Ist es oft auch einfach eine psychische Belastung für das Personal. Also das habe ich tatsächlich auch viel erlebt. Also ich muss sagen, ich habe es am Anfang gedacht, es wäre leichter. Aber ich habe in meinen 4 Jahren Ausbildung jetzt schon einiges an Gewalt erlebt, wo schwierig ist zu verarbeiten. Man geht dann schon auch echt weinend raus und weiß, man kann nichts machen. So. Weil gerade wenn du die unterste Person in der Hierarchie bist, so, ne, als Auszubildende bist du ja oft mal der Depp vom Dienst, dann stehst du da und musst zuschauen so und fühlst dich ja natürlich auch als Mittäterin, weil du nichts gemacht hast, aber du kannst auch nichts machen. Ich glaube, also das ist auf jeden Fall, also jetzt nicht, dass ich sagen will, das ist jetzt total, also schlimmer als das, was die Frau erlebt, aber es ist natürlich richtig schlimm, wenn du das richtig häufig erlebst und so hilflos bist. Und da gibt's ja wahrscheinlich auch einfach eine Normalisierung, ne, von gewissen Zuständen, wie das dann ja immer so ist. Wenn das so ein häufiges Phänomen ist, dann ist das ja auch für das Personal dann einfach irgendwann eine Abstumpfung. Ja, man wird abgestumpft. Man rechnet dann mit manchen Personen, die sind gewaltvoller oder von denen ist man das eher gewohnt und dann rechnet man schon damit. Wenn die Person Dienst hat, dann denkt man sich schon, okay, heute muss ich mir ein dickes Fell zulegen. Manchmal ist man tatsächlich, also ich merke auch, wie ich in diese Mühle gerate oftmals. Was ja ganz schlimm ist, ist dieses, was ja so gewaltvoll ist und was so häufig passiert, ist dieses, ja, die weiß das ja gar nicht und ich bin die Expertin und ich entscheide, was gut für die Frau ist. So, natürlich weiß aber die Person, also die Frau besser, was gut für sie ist und für ihren Körper. Manche Sachen kann sie nicht einschätzen, Notfälle und so weiter. Ist super wichtig, dass man da gut reagieren kann und manchmal kann man da auch nicht alles direkt kommunizieren, weil es dann irgendwie tatsächlich um das Leben von Frau und Kind geht, aber dieses Nicht-Informieren und einfach irgendwelche Sachen machen oder einfach mal eben reinkommen und hier untersuchen, ohne großartig zu fragen, das sind alles körperliche Verletzungen und psychische Verletzungen, aber man gerät in dieses Rad rein. Also ich merke, dass ich manchmal auch so denke, auch die ist jetzt aber empfindlich, wenn die Frau dann mal sagt, irgendwie, ich will das jetzt nicht. Und dann denke ich so, ja, aber wir müssen das jetzt machen, weil es ist irgendwie Zeit dafür. Irgendein Ablauf in der Klinik bestimmt jetzt, dass wir das so machen. Du kommst da rein, du stumpfst total ab. Mhm. Und das ist auch eigentlich meine größte Angst, dass ich irgendwann auch so werde. Also ich hoffe es nicht, weil ich mich irgendwie auch viel damit beschäftige, aber man kommt so schnell da rein. Ich finde das halt auch so besonders krass, weil generell ist ja jetzt allgemein schon, wenn du im Krankenhaus wegen irgendwas bist, bist du ja in einer ziemlich ausgelieferten Situation oftmals. Aber ich glaube, in so einem Geburtskontext und alles, was da drumherum ist, ist das vielleicht nochmal besonders stark der Fall. Und ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, im Intro nicht so stark betont bei der Patriarchatsdefinition, aber das Patriarchat hat ja auch eine ganz wesentliche Funktion, diese systemische und systematische alltägliche Gewalt gegenüber Frauen, diesen Rahmen dafür zu bieten, diese Legitimation dafür zu bieten und das auch aufrecht zu erhalten. Ja. Deswegen ist ja auch eigentlich
Also klar, denken wir jetzt erstmal, wenn man sich gar nicht damit auseinandersetzt, boah krass, das sind schon heftige Zahlen, selbst wenn es jetzt keine richtigen Studien dazu gibt, aber es wird ja dann ja irgendwie jede dritte Frau grob sein oder so, die dann so, solche Sachen erlebt. Aber wenn man sich das dann vor Augen führt, dass das ja ein alltäglicher Zustand in allen Lebensbereichen für Frauen eben ist, diese systematischen Gewaltzustände und diese alltägliche Gewalt im Patriarchat ausgesetzt zu sein oder damit konfrontiert zu sein, dann ergibt das ja auch irgendwie Sinn, dass gerade in diesem Zustand, wo man eben viel wehrloser ist und dem viel mehr ausgeliefert ist, dass dann man damit noch viel stärker konfrontiert ist und das eben für die Täter oder Täterinnen da auch einfacher ist. Ja, total. Das ist eine Normalisierung von Gewalt und das ist eine akzeptierte Kontrolle über weibliche Körper. Und natürlich zieht sich das dann auch in der Geburt durch. Dann ist die Hemmschwelle von Personen viel geringer, zu sagen, ey, ich mach das jetzt einfach und ich informiere sie nicht drüber. Oder die hat ja eh keine Ahnung. Oder komm, wir untersuchen die mal eben so. Und also ich meine, das ist ja alles total, gerade wenn man sich halt auch anguckt, wie häufig Frauen irgendwie Gewalt ausgesetzt sind, wie viele Frauen in jungen Jahren auch sexuelle Gewalt, irgendwie Vergewaltigung oder so, Übergriffe erleben, das kann ja alles retraumatisierend sein. Diese ganze Geburt ist ja so sensibel. Da kannst du ja so viel aufwühlen mit deinen Untersuchungen, mit irgendwelchen flapsigen Kommentaren, jetzt stell dich mal nicht so an oder so. Wie häufig haben das Frauen gehört? Oder so, jetzt mach halt mal, was ich hier sage. Oder hör auf, so rumzuschreien. So, das sind ja alles Wörter, die haben wir in 100 Kontexten schon gehört. Und genau in diesem Moment, wo ja so sensibel und wo du so ausgeliefert bist und wo du so weißt, ich muss mein Leben und das Leben von diesem Kind, das ich gleich gebären werde, das ist in der Hand von denen und die kennen sich aus. Das wird ja auch immer gesagt, ja, hör auf deine Hebamme, hör auf den Arzt, was weiß ich. Dann sowas zu erleben, das ist ja katastrophal. Und natürlich, also es macht dann ja auch nur Sinn, dass so viele Frauen die Geburt als traumatisch erleben. Und das Ganze kollidiert ja sicherlich auch mit deinem idealisierten Bild von Mutterschaft, was du dann hast. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn dein ganzes Leben das eben als einer der paar magischen Momente deines Lebens aufgeladen wird, als das, was dir eben Sinn als eben vor allem dann Frau gibt, das natürlich dann nochmal viel schlimmer ist, wenn das eben das ist, was du dann in dem Moment erfährst. Also wie eigentlich dieser ganze Prozess abläuft, wo es sicherlich auch viel schwerer dann wird, eben da offen drüber zu reden, das ordentlich verarbeiten zu können, weil das eben immer mit dem kollidiert, was dir eingeredet wurde und was auch die Gesellschaft von dir verlangt, wie du damit dann umzugehen hast. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch das, was dir, also erstens mal gibt es ein komplett falsches Bild von Geburten, wird produziert in Medien, keine Ahnung, Filmen oder so. Man sieht immer gleich, wie die Frau auf dem Rücken liegt und dann mal eben der Arzt kommt und dann ist das Kind gleich draußen. Oder Fruchtblase springt, ups, das Kind ist in 10 Minuten da. So, nee, Mann, also es ist einfach so unrealistisch. Gleichzeitig wird aber auch immer gesagt, sobald du dieses Kind im Arm hast, ist alles vergessen. Das ist das größte Glück. Du hast dein Kind und du bist irgendwie Mutter und alles ist schön und die ganzen Schmerzen der Geburt sind vergessen. Und das ist auch so Pustekuchen, weil niemand, keine Frau hat die Chance oder wenige Frauen haben die Chance, danach richtig ernsthaft und ehrlich über die Geburt zu reden. Weil egal von wem, von Verwandten, von, weiß ich nicht, vom Personal oft auch, da geht's dann rein um dieses Kind. Ach, wie schön, und geht's dem Kind gut? Und dann gucken wir mal hier und machen nochmal diese Untersuchung. Glaubst du, irgendjemand fragt, wie ging's dir denn mit der Geburt? Dann guck mal eben irgendwie, macht ein paar körperliche Untersuchungen natürlich, die ja auch wichtig sind nach der Geburt, weil es ja auch irgendwie auch nicht, Kind ist da und alles ist vorbei, ist so. Aber richtig, dass die Frauen ehrlich drüber reden können, das machen so wenige. Vielleicht einmal mit ihrer Hebamme nochmal Geburtsnachbesprechung. Aber die ganze Verwandtschaft fragt immer nur oder kümmert sich immer nur um dieses Kind, obwohl das für die Mutter ja gerade so ein total einschneidendes Erlebnis war und in 1/3 der Fälle ein total traumatisches Erlebnis. Dieses Tabu und das dann irgendwie, ja, jetzt ist aber alles schön und du bist Mutter, das ist ja auch so absurd, dass du keine Chance hast, darüber ehrlich zu reden. Genau diese Gründe, Gewalt ist völlig normal, Gewalt gegenüber Frauen, Kontrolle über weibliche Körper ist normal im Patriarchat. Das sind alles Gründe, weswegen Gewalt hammerviel passiert. Aber es gibt halt auch strukturelle Gründe, die das halt auch noch befeuern, so. Und das ist zum einen halt, also die Ökonomisierung vom Gesundheitswesen, die halt sagt, es gibt Fallpauschalen, jede normale Geburt gibt so und so viel Geld, ich weiß die Zahlen gerade ehrlicherweise nicht, und so viel gibt ein Kaiserschnitt und das ist tendenziell mehr.
weil man da mehr Personal braucht, man braucht die OP-Pfleger, man braucht die Anästhesisten und so weiter. Das macht auch so aufgeteilt Sinn. Aber deshalb gibt es einen ökonomischen, totalen ökonomischen Anreiz für einen Kaiserschnitt. Das kannst du schnell machen so, das ist planbar. Du hast das dann irgendwie eine Stunde, dann bereitest die Frau vor, dann kommt die in OP, dann ist das Kind da. Das ist tendenziell vielleicht im Geburtsprozess nicht so risikoreich. Genau, du hast es schön abgewiegelt so. Und das ist ja auch was, was Frauen total als gewaltvoll erleben, wenn ihnen irgendwie nicht die Zeit gelassen wird, die sie brauchen. Und natürlich wird ihnen nicht die Zeit gelassen, weil eine Geburt, die eine Stunde geht, gibt genauso viel Geld wie eine Geburt, die 18 Stunden geht. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie absurd das ist, dass es nicht bedürfnisorientiert bezahlt wird, sondern halt irgendwie Fallpauschalen gibt im Fall einer Geburt, wo ja so individuell ist und so unterschiedlich dauern kann. Da sieht man halt genau da, wie die Ökonomisierung halt komplett reinkackt. Geburtshilfe im Allgemeinen ist unterfinanziert, also es gibt auch einfach richtig wenig für Geburten. Deshalb überlegen sich Kliniken immer gleich dreimal, ob sie es machen, also ob sie Geburtshilfe anbieten. Deshalb schließen immer mehr Geburtskliniken und alles wird in große Kliniken zentralisiert so. Das wird auch in den nächsten Jahren noch weitergehen, dass es halt ein paar große Geburtskliniken mit Kinderkliniken gibt. Aber diese ganzen kleinen auf dem Land schließen reihenweise. Und dann bist du halt gearscht als Frau so. Dann musst du irgendwie eine Stunde fahren, damit du hier in deinen Kreißsaal kommst. Und tendenziell kann es auch sein, weil es ja so viele Frauen gibt, die dann in diesen Kreißsaal müssen und die Struktur dafür noch nicht da ist, kann es auch sein, dass du abgewiesen wirst an der Tür. Und das ist auch völlig verständlich so, ne? Ich arbeite im Kreißsaal und ich weiß, manchmal hat man halt jeden Raum besetzt und es geht nicht. Man kann keine Frau aufnehmen, weil diese Frau würde man dann so vernachlässigen, dass dann wirklich was Schlimmes passieren kann, wenn man es nicht mitkriegt. Aber du weißt diese Frau halt ab. Die steht da mit Wehen vor der Tür und du sagst, du kannst nicht zu uns. Du musst in eine andere Klinik fahren. Das erlebst du auch schon jetzt in deinem Alltag? Ja. Also bei uns kommt das zum Glück nicht so häufig vor. Aber ich habe es schon von vielen Frauen gehört. Es kommt häufig vor, dass jeder Raum belegt ist, aber wirklich auch jeder. Jede Liege. Und das ist egal, in welchem Raum ein Kind zur Welt kommt, gleichzeitig. Und dann aber zwei Hebammen im Dienst sind, die dann irgendwie springen müssen. Da ist halt auch nochmal so ein Punkt von Ökonomisierung, ne? Es gibt nicht so besonders viel Geld für Hebammen, ist irgendwie nicht verwertbar. Deshalb überlegen sich Leute immer gleich dreimal, ob sie diesen Job machen. Du hast eine Hammerverantwortung, du hast die Verantwortung für zwei Leben, rennst tendenziell nur. Und dann wird halt immer gesagt, ja, okay, das ist ja auch deine Berufung, dann mach's mal schön. Aber willst du dir das wirklich geben so? Also willst du so gestresst sein und so, dass irgendwie so zwei Leben davon abhängen, wie aufmerksam du bist und wie viel du gleichzeitig unter einen Hut kriegst? Ich finde das wirklich krass, wenn man einfach überlegt, dass das ja eine rote Linie ist, die sich eigentlich durch alle Sparten von Pflege zieht. Wie viel eigentlich emotional verursacht wird, wie viel Narben dadurch entstehen, wie viel jahrzehntelange Traumata, wie viel Existenzen zerstört werden. Im Endeffekt, wenn man es herunterbricht, natürlich dieser ganze Anteil von patriarchaler Normalisierung von Gewalt, aber im Endeffekt eine Kostenrechnung. Eine Rechnung von, wir wollen nicht mehr Pflegekräfte einstellen, weil zu teuer, und eine Kostenrechnung von, wie kann ich den Prozess Geburt professionalisieren, wie kann ich effektivere, in Anführungszeichen, Schemata konstruieren, wodurch diese Abläufe dann schneller funktionieren und in der Tendenz dann für mein Interesse am meisten Erfolg erzielt. Und das ist ja dann das, was du gesagt hast, was dann da angelegt wird. So dass man einfach sagt, wir haben diese klar strukturierten Abläufe und die gehen wir jetzt durch, und was die individuelle Patientin, Patient dann da möchte, ist im Endeffekt egal, weil so ist es halt vorgeplant, und das ist ja vorher so geplant, weil es eben am besten funktioniert. Und das ist ja wirklich was, das zieht sich durch all diese Pflegeberufe. Und das ist natürlich auch einfach eine Konsequenz aus dieser Ökonomisierung, die du aufgemacht hast, weil wenn halt eben ein Krankenhaus geführt wird wie eine Fabrik letztendlich, was bleibt halt über, wenn du halt eben mehr Gewinn erzeugen willst oder wenn das rentabel in einem kapitalistischen Sinne sein soll, dann musst du ja überlegen, wo spare ich eben ein? Natürlich kannst du theoretisch auch einsparen bei irgendwelchen, das sind vielleicht bestimmte Sachen minderwertiger sind, wie jetzt irgendwie Masken oder sonstige Dinge, die halt benutzt genau, werden, ja. Irgendwelche Spritzen oder sonstige Geschichten, da kann man sich ja noch einiges überlegen, dass jetzt irgendwie auch
dann die Zimmer schlechter belüftet sind oder also da, ne, gibt's ja verschiedene Wege, aber das Hauptweg ist ja auch, wie das in der Fabrik ist, nur dass du da vielleicht noch den Weg in der Fabrik hast du noch eben, dass du das Produkt, was du erzeugst, minderwertiger gestalten kannst, aber da ist ja eben vor allen Dingen wie in der Fabrik eben das Personal und deswegen macht das ja auch total Sinn, dass das jetzt die Folge davon ist, dass umso stärker du das ökonomisierst, umso stärker wird eben das Personal eingeschränkt und das hat dann eben diese ganzen Folgen, die wir halt benannt haben. Aber das ist ja auch eben ein schlechteres Produkt dann, das muss man ja sagen. Im Endeffekt ist es ja wirklich so. Ja. Also im Auftrag der Krankenkassen ist die Kundin ja die Frau, die Person, die gerade da gebärt und das Produkt, was abgeliefert wird, ist im Endeffekt die Geburtshilfe. So. Und das wird ja dadurch minderwertig, das kann man ja wirklich so sagen. Ja. Aber wo wir gerade beim Produkt Geburtshilfe sind, da würde mich nochmal interessieren, wie nimmst du das eigentlich alles wahr bezüglich privater Hebammen? Weil es gibt ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, eben nicht in staatlichen Stellen zu arbeiten und private Geburtshilfe zu leisten. Ja, also meinst du außerklinisch? Genau. Quasi, wenn du nicht in der Klinik arbeitest. Das habe ich schon mal gehört, ja. Genau. Also es gibt drei verschiedene Formen, wie du Kinder gebären kannst. 98% sind in der Klinik und gebären ihr Kind in der Klinik und 2% außerklinisch, sagt man. Das ist aber nicht privat direkt. Also es ist natürlich, sind diese Hebammen, die dann quasi in einem Geburtshaus arbeiten oder Hausgeburten leiten, sind selbstständig, aber die Krankenkasse zahlt es dennoch. Ne? Also die Krankenkasse ist verpflichtet, eine Geburt zu zahlen. Und Halleluja! Ja, der Sozialstaat und so weiter. Darfst du mir sogar aussuchen. Man darf sich sogar aussuchen. Es gibt recht, also jetzt nicht so viele Hebammen, die das außerklinisch machen. Eben auch, weil Versicherungskosten horrend sind. Und das steigt jedes Jahr. Das wird immer schwieriger gemacht. Du kriegst, ich glaube, mittlerweile sind es 9.000 Euro, die du im Jahr Versicherung zahlen musst und kriegst irgendwie 1,5 oder so. Gefährliches Halbwissen. Für eine Geburt. Deshalb machen das ganz viele einfach nicht. Es gibt aber tatsächlich, und das ist vielleicht ein spannender Punkt, es gibt Frauen oder es gibt Hebammen, die nur private Frauen annehmen. Also nur privat versicherte Frauen. Da können sie ungefähr das Doppelte abrechnen. Und warum nicht so, ne? Also irgendwie versteht man so ein ökonomischer Anreiz, aber es ist halt irgendwie auch absurd, dass halt nur privat versicherte Frauen oder die halt eine viel bessere Chance auf eine gute Hebammenbetreuung haben. Weil Hebammen sind rar, irgendwie, es gibt einen Hebammenmangel und ganz viele Frauen kriegen irgendwie keine nachsorgende Hebamme und müssen dann irgendwie auf Ambulanzen ausweichen oder haben halt keine Nachsorge. Du musst dich quasi mit einem positiven Schwangerschaftstest schon bei einer Hebamme bewerben, weil du sonst keinen Platz kriegst. Das ist ja auch komplett absurd. Genau, und dann gibt's halt Hebammen, die sich das halt aussuchen. Die halt sagen, ja, okay, natürlich suchen sie sich's aus. In diesem Umkreis irgendwie fahre ich nur die Frauen an. Wenn da eine Frau irgendwie ganz schön auf dem Land lebt, dann muss sie nochmal dreimal gucken, irgendwie, dass sie eine Hebamme findet. Und manche Hebammen sagen halt straight, nee, ich nehme nur Privatversicherte, weil da kann ich das Doppelte kriegen. 98% in der Klinik ist auch eine ganz schön hohe Zahl. Ja. Das ist echt dann ja ein ziemliches Randphänomen. Was ich jetzt gerade noch eine andere Frage, die ich hatte, gibt's eigentlich auch, also gibt's wahrscheinlich aber Männer, die in dem Bereich arbeiten? Ja. Und ist das, also das schätze ich jetzt einfach mal, dass das ziemlich gering ist. Männliche Hebammen werden sie auch genannt. Ja. Mhm. Hast du da irgendwie so eine Zahl oder zumindest so eine grobe Schätzung oder sowas? Also, es gibt hammer wenige männliche Hebammen. Früher wurden die noch Entbindungspfleger genannt, aber die haben gesagt, ey, Hebamme ist ja so ein Begriff, ne, der hat ja Tradition nun mal irgendwie, wir wollen auch so genannt werden. Und es gibt mittlerweile nicht mehr so wenige, ich glaube, es sind noch unter 20 in ganz Deutschland. Was? Warte mal. 20 absolut. Moment. Ja, also es gibt... Also, das also so 20%, okay. Nee. Warte mal, wie viele Hebammen gibt's denn generell? Boah, wie viele Hebammen? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierige Frage. Das ist eine tricky Frage, weil ganz viele Hebammen... Also es gibt viele, die Hebammenausbildung gemacht haben, aber die aktiv jetzt arbeiten, sind es weniger. Können kurze Pause machen, kann ich googeln. Aber irgendwie vierstellig wird es ja wahrscheinlich es schon sein. Es sind viele. Mindestens fünfstellig. Und es gibt Menschen, aber tatsächlich wurde das 20. Das ist ja schlechter als Frauen irgendwo in der Führungsetage. Aber das ist tatsächlich was,
Ja, aber das wurde ja, das war auch ziemlich lange Tabu. Also Männer durften das quasi auch gar nicht. Hm. Und das hat ja auch verschiedene Gründe so. Absurd ist halt, dass Gynäkologen schon ganz schön lang gibt und das tendenziell auch ungefähr gleich viel ist wahrscheinlich, männliche und weibliche Gynäkologen. Ganz lang haben sich Hebammen dagegen gesträubt, dass Männer das machen dürfen, weil sie gesagt haben, das ist so eine, du brauchst eine geschützte Umgebung. So, es macht in ganz vielen Punkten auch voll Sinn. Also es gibt auch Frauen, die kommen im Kreißsaal und wenn dann ein Mann, eine männliche Hebamme arbeitet, sagen sie, ich will nicht, ich will nur von Frauen begleitet werden, weil das ja total retraumatisierend in vielen Punkten sein kann. Du bist da ja ganz intim, du bist nackt und dann fühlt man sich oder fühlen sich viele Frauen unwohl in Gegenwart eines Mannes. Und die Hebamme ist ja tendenziell ganz viel da und der Arzt kommt, wenn es gut läuft, nur zur Geburt dazu. Also tendenziell siehst du diesen Arzt nicht besonders oft und die Hebamme ist dann eine Bezugsperson und da kannst du, können viele Frauen natürlich mit Frauen irgendwie besser irgendwie auf die vertrauen und das ist ja, du musst da ja eine Vertrauensbeziehung irgendwie aufbauen. Deshalb sind ganz viele Hebammen immer noch kritisch gegenüber männlichen Hebammen und es gibt halt ganz wenige. Nee, ergibt Sinn, aber es ist erstmal trotzdem spannend. Also es ergibt Sinn. 20. Also ich glaube, also es war halt so, als ich angefangen habe, da waren es so 5 und ein paar in Ausbildung. Also waren es ungefähr 5 in Deutschland, als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung. Ich glaube, mittlerweile sind es ungefähr 20. Ich kenne auch tatsächlich 2. Wow. 2 der 20. Genau, also weil es halt auch ganz viele Hebammen gerade aus Italien zum Beispiel kommen. Und in Deutschland anfangen zu arbeiten und da ist das schon relativ, oder ich glaube schon länger locker und auch für Männer geöffnet. Und da kommen auch ein paar männliche Kollegen. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und ich finde, das ist auch, also ich verstehe es total, dass Frauen sagen, ich will nicht von einem Mann begleitet werden. Und ich verstehe es aber auch, dass Männer das machen sollten. Wisst ihr? Ja, ich meine, generell, das ist natürlich jetzt nichts, was wir jetzt komplett vertiefen können, aber ich finde natürlich auch, und das ist auch nicht, sollte auch jetzt nicht das Schwerpunktthema sein, wenn man über den ganzen Komplex redet, aber Geburt aus einer männlichen Sicht ist ja auch spannend. Und das ist ja, wäre ja ein Bereich, der dazugehört. Ich weiß nicht, ob wir das jemals nochmal explizit nochmal eine Folge zugeworfen. Vielleicht, wenn einer von uns Vater wird. Genau, so zum Beispiel. Aber das ist ja. Aber das wäre immer ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Ich habe es bei mir in der Familie erlebt, dass ich, also da habe ich dann irgendwie, da war ich schon in der Ausbildung und da habe ich natürlich irgendwie nochmal einen anderen Blick drüber gehabt oder drauf gehabt und habe dann auch viel drüber geredet mit denen, so, wie habt ihr das erlebt und wie geht's euch damit? Und dieses Kind ist jetzt auch ein Jahr geworden vor kurzem. Und dann da auch nochmal drüber zu reden, auch mit dem Vater des Kindes, für den war das schon auch heftig. Auch so diese Kontrolle abzugeben und die seine Freundin irgendwie in so einer ganz anderen Situation und in einer ganz anderen Stimmung zu erleben und du kannst nichts machen. Du sitzt dabei und bist irgendwie so, ja, okay, ich kann nichts machen, außer mit ihr zu atmen und ihr die Hand zu halten. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, das ist Thema für eine andere Folge, aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, ja. Was ich tatsächlich, das wollte ich auch nochmal eben aufmachen zum Thema Gewalt unter der Geburt. Es gibt Studien, die sagen, dass quasi diese ganzen Hierarchien, die es halt eben gibt in Krankenhäusern und in Kreißsälen, dass die eben auch ganz schön förderlich sind für Gewalt. Weil quasi, okay, wenn du halt immer irgendwie der Fußabtreter von irgendwem bist, dann ist halt die Person, die halt noch weiter in der Hierarchie unten ist, die gebärende Frau. Und da ist die Hemmung natürlich total gesunken, zu sagen, ich bestimme jetzt irgendwas über die, weil dann kann ich auch mal was bestimmen oder ich, keine Ahnung, red flapsig mit der und sag du, ey, sei doch mal ruhig und jetzt schrei mal nicht so rum, sei mal nicht so hysterisch. Genau, und diese hierarchische Kultur ist ja so durchzieht ja das ganze Gesundheitssystem. Hierarchische Kultur ist, glaube ich, gar kein Wort, Hierarchie. Also das ist auch spürbar und das habe ich auch viel gemerkt. Mein klar, ich war dann in der Hierarchie immer ganz unten. Das ist kein schönes Arbeitsklima, du fühlst dich nicht wohl und dementsprechend kannst du auch nicht so richtig locker lassen bei der Betreuung unter einer Geburt. Du bist ja irgendwie immer auch so angespannt, was findet jetzt die Hebamme und ist das okay oder weiß ich nicht. Und dann machst du es tendenziell so, wie die Hebamme es macht und kann tendenziell scheiße sein. Also da ist auch also eine Kultur der Gewalt einfach.
auch unterm Personal quasi. Auf jeden Fall wichtig, dass du es nochmal erwähnst, weil wir neigen ja hier auch mittlerweile schon fast dazu, so ein bisschen alles immer nur auf die Ökonomie und so weiter zu lenken. Und da sind wir eigentlich ein anarchistischer Podcast, der eigentlich viel mehr die Hierarchien. Autorität. Ja, mit Freiheit. mit im Blick behalten sollten. Und das ja ist macht total Sinn, dass das ein genauso wichtiger Punkt ist, der ja auch sich nicht einfach so wegreformieren lassen wird. Ja. Diese Hierarchisierung entsteht ja allein schon darüber, dass einfach Menschen, die jetzt jahrelang studieren mussten, um halt dann so zum Beispiel Arzt zu werden und so weiter, einen viel, viel höheren gesellschaftlichen Stand halt haben als zum Beispiel eine Putzkraft. Und ich benutze tatsächlich Krankenhaus auch immer als ein schönes Beispiel für, wie dumm und sinnlos das eigentlich ist und wie man es anders auch gestalten könnte, weil natürlich ist die Putzkraft genauso wichtig wie der Arzt oder die Ärztin, weil wenn halt alles voller Bakterien ist, dann sterben die Leute halt auch, ne? Ja. Und deswegen ist natürlich jedes Rädchen, was eben in so einem Krankenhaus dann arbeitet, ist ja auch genauso wichtig wie selbst eine Person, die dann halt vielleicht ein größeres fachliches Wissen braucht, um den Job zu machen, den sie macht. Und da könnte man natürlich das auch super eigentlich so gestalten, dass es natürlich diese Fähigkeitenhierarchie gibt, weil logisch, die brauchst du. Die Putzkraft sollte jetzt nicht irgendwelche Leute aufschneiden oder so. Aber in dem, wie man miteinander menschlich umgeht und wie man dann auch vielleicht, wenn man jetzt weiterdenkt, in so ein selbstverwaltetes Krankenhaus sich da so reindenkt, dass dann halt in so einer Versammlung, wo das dann bestimmt wird, was dann so mit dem Krankenhaus passiert und wie das alles so gestaltet wird, dass da alle gleiches Mitspracherecht haben, das schließt sich ja überhaupt nicht aus, ne? Nee. Aber das ist natürlich eine schöne Zukunftsversion, die nicht... Und das wäre auch ein spannendes Thema für eine Folge. Auf jeden Fall. Gesundheit in der befreiten Gesellschaft. Genau, Gesundheit in der befreiten Gesellschaft, Polikliniken und so weiter. Ein spannendes Thema. Ist ja natürlich auch nochmal die Frage, du hast ja auch schon angesprochen, wie dann eben in nicht kapitalistisch wirtschaftenden Gesellschaften, beispielsweise einem staatssozialistischen System wie der DDR, dann Gesundheitswesen eben funktioniert und wie dann Pflege da auch anders ausschaut. Da werden ja gerne auch jetzt nicht Schwangerschaft und Geburt, aber vor allem eben die Erziehung der Kinder dann als Beispiel genommen, wie es eben anders aussehen könnte. Ja. Bist du mit deinen Punkten durch, oder? Ich glaube, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Da habe ich gerade vorhin ein bisschen verpasst, drüber zu reden, ist dieses, was glaube ich bei der Geburt oder bei Geburt tendenziell auch so ein Faktor ist, dass da so viel passiert und so viel interveniert wird, ist halt genau dieses 98% gehen in eine Klinik und Klinik wird mit Kranksein verbunden und mit du musst dir irgendwie helfen lassen. Da fehlt natürlich irgendwie der natürliche Bezug zu einer Geburt. Also es ist total gut, dass es auch klinische Geburtshilfe gibt, weil Müttersterblichkeit ist total gesunken in Deutschland, Kindersterblichkeit auch. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Leben zu retten. Und deshalb ist es total gut, aber es wird halt auch dieses, du bist dann in diesem Rad drin, sobald du im Krankenhaus bist, dann sind da diese Abläufe und dann giltst du ja aber auch als Patientin, obwohl du ja überhaupt nicht krank bist. Ja. Du bist ja einfach schwanger und gebierst. Sind denn diese Räume, auch in denen dann so eine Geburt stattfindet, kann man sich das auch eigentlich so vorstellen, nicht alle werden das ja jetzt auch kennen oder so, haben sich noch nicht damit beschäftigt oder so, dass das halt auch wie so ein normales Zimmer im Krankenhaus ist? Oder ist das dann nochmal so anders gestaltet? Das ist anders gestaltet. Anders gestaltet, okay. Ja, also Kreissäle nennt man diese Räume. Und genau, da gibt's dann, also je nachdem, in welcher Klinik du bist, aber eigentlich in den meisten mittlerweile gibt's auch Badewannen drin, dass du in der Badewanne gebären kannst. Es gibt ein großes Gebärbett. Dann gibt's, keine Ahnung, Petsibälle und so weiter. Dann kannst du irgendwie nochmal anders Wehen veratmen. Das ist nicht wie ein Zimmer. Und wenn du geboren hast, dann bleibst du noch ein paar Stunden im Kreissaal, wirst von den Hebammen betreut und dann kommst du auf dein Zimmer. Vielleicht, was ich mir nochmal zum Schluss wünschen würde, weil wir sprechen ja auch sehr häufig immer abstrakt darüber, wie das eben anders gestaltet werden könnte, wie das in einer befreiten Gesellschaft ausschauen könnte. In deiner Position jetzt als Hebamme, was meinst du, wären Forderungen, die man jetzt schon als Reform durchsetzen müsste, damit Geburt eben nicht mehr so gewaltvoll abläuft, dass Geburt besser gewährleistet werden kann? Und dass diese ganzen Probleme, die wir jetzt im Podcast angesprochen haben, zumindest jetzt schon von der revolutionären Bewegung eben gemildert und auf einen guten Weg gebracht werden könnten. Also der Job Hebamme wird ja akademisiert mittlerweile und das führt dazu, dass Hebammen dazu befähigt sind, auch zu forschen. Und das ist eben, glaube ich, ein großer Punkt gewesen,
in den letzten Jahren, wodurch auch so eine Kultur von Unwissenheit und irgendwie wir machen mal eben schnell passiert ist, weil es einfach gar keine Forschung auf diesem Gebiet gab. Also es ist so, dass, na klar, macht auch Sinn im Patriarchat, ein Thema, was einzig Frauen trifft, da hat man jetzt nicht so viel Zeit und Ressourcen über für Forschung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt gewesen, weil jetzt in diesen ganzen Forschungen natürlich rauskommt, man muss eigentlich die Frau so und so begleiten und Gewalt präventionieren, präventiv Gewalt vorbeugen. Damit man quasi, nee, ja, weil das ja natürlich auch eigentlich finanziell keinen Sinn macht. Wenn man ganz gewaltvoll ist und Frauen vernachlässigt unter Geburt, dann entstehen da mehr Interventionen, das kostet. Und tendenziell braucht die Frau danach einen Therapieplatz, das kostet. Das macht eigentlich auch ökonomisch gar nicht so viel Sinn, so viel gewaltvoll zu sein, ja. Das ist wieder die Frage, für wen? Also ja, für die Anbieter auf dem Markt dann sicherlich schon, die ja damit eben Geld machen. Die Therapieanbieter, die Krankenhäuser etc. Für den Staat jetzt als Organisation nicht, das stimmt. Ja. Ich glaube, es ist auf einem guten Weg, dass halt ganz viel überholt wird. Es gibt neue Forschungen und Hebammen haben nochmal anderes Werkzeug, glaube ich, an der Hand, dadurch, dass sie auch Studien aus anderen Ländern gut bewerten können und so weiter. Und es gibt auch ein schon Trend wieder zur natürlicheren Geburt und es gibt gute Leitlinien, die das vorbeugen sollen. Also ich glaube, in ganz vielen Punkten ist es auf einem guten Weg, theoretisch, wird praktisch aber nicht richtig umgesetzt. Es gibt halt auch Leitlinien und wenn das, also ich habe das viel in meiner Ausbildung gelernt, in der Theorie, in der Praxis nicht unbedingt, aber dieses patientenzentriert oder beziehungsweise frauzentriert arbeiten, du informierst, du triffst gemeinsam Entscheidungen mit der Frau, das sind alles Konzepte, die man eigentlich an die Hand kriegt mittlerweile in der Ausbildung. Und ich habe tatsächlich einfach die Hoffnung, dass jetzt genügend Hebammen an die Hand gekriegt haben und die nicht so versaut werden in der Klinik, dass sie das einfach durchziehen. So, aber trotzdem braucht es, glaube ich, auch öffentlichen Druck. Und das ist was, das sagen ganz viele Hebammen auch. Das ist so, man muss eigentlich gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam auf die Straße gehen auch mit den Frauen, die Gewalt erleben. Es gibt Bewegungen wie Roses Revolution Day, das ist auch am Tag der gegen Gewalt an Frauen, wo ganz viele Frauen, die Gewalt erleben, Rosen vor Kliniken legen, um darauf aufmerksam zu machen, hier habe ich Gewalt erlebt. Ich glaube, sowas muss man mehr ausbauen und eben nicht die Frauen für sich machen hier irgendwie ihre Roses Revolution, das ist total wichtig, aber man muss es verbinden, so Hebammen und die Mütter oder Gebärenden oder Schwangeren müssen gemeinsam kämpfen, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Und das ist dann, das muss über Streiks gehen, das muss irgendwie über gemeinsam an den Tisch sitzen und gemeinsam Bündnisse bilden gehen. Also es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man jetzt nicht mehr so unterscheidet zwischen hier, wir sind die Professionellen und wir machen unser Ding und ihr seid die Gebärenden oder die Frauen, die davon betroffen seid und ihr macht unser Ding, sondern man muss einfach das verbinden so und man muss drüber reden. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von uns, auch von der feministischen Bewegung irgendwie Raum zu lassen, um darüber zu reden, dass es mal öffentlich wird, weil es eben so tabuisiert wird, dass niemand es checkt. Ich glaube, also auch so spontan würde ich auch so direkt dieses Öffentlichkeitsding und diese Enttabuisierung ist in dem Thema, glaube ich, so ein ziemlich krasser Punkt, weil wenn du an dem Punkt bist, dass darüber normal geredet werden kann, dann lässt sich auch darauf so aufbauen und da braucht's, ja, das ist schon so eher so eine kulturelle Frage auch irgendwo, ne? Und so eine Frage von, wer hat die Stimme, dann darüber zu reden, wer eben nicht und wer hat die Plattform, wo kann man das anbringen? Da ist auch vielleicht so eine Sache wie heute, klar, wir haben auch nur eine begrenzte Reichweite, aber ist ja auch wichtig. Also auch vielleicht an euch, die ihr selber auch in anderen Bereichen irgendwie Content produziert, auch selbst wenn das alles nur aus der linksradikalen Perspektive oder sonst irgendwas ist, auch dass wir als radikal Linke das Thema mehr auf dem Schirm haben, dazu häufiger mal was machen, mal eine eigene Position entwickeln und darüber sprechen, weil ich habe auch tatsächlich sehr wenig, bis auf jetzt natürlich explizit feministische Frauengruppen und so, die halt dazu was gemacht haben, aber darüber hinaus habe ich das sehr wenig wahrgenommen immer. Ja, und da finde ich es auch nochmal stark, das zum Abschluss so zu betonen, wie du das gemacht hast, dass es eben einfach ein gemeinsamer Kampf ist, dass man eben diesen feministischen Kampf gegen Gewalt in Schwangerschaft und Geburt nicht denken kann, ohne den gewerkschaftlichen Kampf von den Leuten, die dort eben als Pflegekräfte arbeiten. Weil, wie du ja auch herausgearbeitet hast während des Podcasts, es hat im Endeffekt ein und dieselbe Ursache, nur über unterschiedliche Wege. Und das eine einfach nur als
einen singulären Fall von Gewalt abzutun und irgendwie abstrakt gegen Gewalt zu arbeiten, wird genau so wenig bringen wie diesen gewerkschaftlichen Kampf, eben ohne diese feministische Perspektive gegen Gewalt zu denken. Wenn das, wie in dem Fall, so gut funktioniert, dann habe ich auch immer Hoffnung für die Zukunft, dass eben, wenn sich da zusammengeschlossen wird, auch wirkliche Veränderungen erkämpft werden können. Und in diesem Sinne würde ich dir ein ganz großes Dankeschön aussprechen für wirklich mal eine spannende Folge, die nochmal ein Thema aufgemacht hat und auch so viele Aspekte davon aufgemacht hat. Wir kamen ja immer wieder im Gespräch auch darauf, dass man eigentlich zu dem Punkt und zu dem Punkt eigentlich auch nochmal eine Folge machen möchte. Und das finde ich ist was, was wirklich selten passiert. Deswegen, ja, danke dir, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Auch so für uns ist das natürlich auch ein Thema, wo wir lernen können, ne? Wo wir auch uns weiterentwickeln können und wo wir auch von Anfang an gesagt haben, dass wir auch da Nachholbedarf haben. Und ja, ich weiß nicht, hast du diesen Mittwoch Zeit, wenn die Folge dann erscheint, in den Livestream noch zu kommen? Ich denke, unsere Community ist brennend interessiert. Das wäre mal was. Ich muss arbeiten am Mittwoch leider. Ja. Aber vielleicht kann man es verschieben auf den Mittwoch darauf. Na, das wird immer schwierig bei unseren, bei unserer hohen Taktung. Dann müsst ihr wieder in uns beide ertragen zu dem Thema. Schwangerschaft. Ja, wobei, wie viel Uhr ist das? 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Okay, vielleicht könnte ich ein Stündchen, dann muss ich los zur Arbeit. Ich habe Nachtdienst. Also wir wollen dich jetzt nicht noch mehr in die Bredouille bringen und möglicherweise noch Probleme für irgendwelche Leute erzeugen, die unter den Patienten sitzen. Ja, ich schau mal nochmal, ich informiere euch drüber. Ihr werdet dann ja sehen, ob wir zu dritt oder wieder zu zweit sitzen. Ansonsten, wenn ihr Leute und vor allem Hebammen dann mal hier sitzen haben wollt, dann buttert doch mal ein bisschen Energie und Ressourcen in den gewerkschaftlichen und feministischen Kampf gegen diese bekackten Arbeitszustände. Sehr gut. Das ist Wort zum Sonntag auf jeden Fall. Dann Glück auf. Ja, Glück auf. Glück auf.